Vierte, auch wenn es einen Zahn gekostet hat. Ja, das wollte ich gerade fragen. Was ist hängen geblieben? Ja, nur mehr der letzte Rest, aber ja, ich habe heute in der Besprechung noch so ein bisschen geflaxt und habe Diego dann als torgefährlichsten Spieler unter Anführungszeichen unserer Mannschaft tituliert und trotzdem freut es mich natürlich sehr, dass er jetzt auch mal sich belohnt hat, weil hat, glaube ich, noch nie ein Tor geschossen. Der eine springt halt hoch wie ein Pferd und der andere ist schnell wie ein Pferd und das kannst du halt nicht 90 Minuten verteidigen. So entstehen dann die ersten beiden Tore. Das ist unser Ziel und mittlerweile sind es 8 oder 7 Punkte oder 8 Punkte auf dem direkten Champions-League-Platz. Ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Wenn wir die Champions League vielleicht irgendwann mal jetzt bald sicher haben, können wir uns vielleicht freuen, Zweiter zu werden in der Liga. Die Champions League-Mannschaft heute haben wir halt 4-0 gegen die Champions League-Mannschaft verloren. Da sind Sie sich schon ganz sicher, ja, dass Sie in die Champions League gehen? Ja, wer sonst? Ich meine, mit dieser Qualität, die diese Mannschaft hat, ist ja klar, dass die in die Champions League gehen.